Wie geht es weiter mit dem Aquarium? Die Stadt Nürnberg war wieder blau. Unter dem Motto Botschaft fand es dieses Jahr die blaue Nacht statt. Viele KünstlerInnen können schon am Freitag ihre Kunstwerke den BesucherInnen zeigen, wie zum Beispiel dieses Lichtspiel. Am Samstag ab 17 Uhr war auch etwas für die jüngere PersonenInnen etwas zum Staunen, wie im Haus des Spiels in Nürnberg. Wie so oft hatten viele Museen für die BesucherInnen auf und haben ihre Kunstwerke gezeigt. Nach einigen Monaten blicken wir kurz zurück in die Vergangenheit in das Jahre 2022, in den Dezember. Es ist in einer Berliner Hotel das Aquarium der Platz, das mit 1500 Fische mit 1000 Liter Wasser versorgt war. Zum aktuellen Zeitpunkt wird es kein neues Aquarium geben. Dafür müsste die Ursache erstmal gefunden werden und die Lobby soll für BesucherInnen wieder für die Gäste erreichbar sein. Die Baumaßnahmen werden bis Anfang 2024 andauern. Das seht ihr da gerade ja schon. Also oder nicht? Oh Gott, ich sag. Den Vertrag akzeptieren wir mal. Dazu brauchen wir aber auch erstmal was, wo wir auch ernten können, ne, meine Freunde? Wir bauen mal wieder etwas, der hier fleißig am Arbeiten ist. Ist er überhaupt schon auf hier steht irgendwie ein Lama oder was das sein soll. Ja, von den Händen. Bist du noch nicht im Bett? Ich möchte schlafen. Du machst ja deine Felder. Das sind die härtesten Arbeiter. Ja. Im schlimmsten Regen. Leer ist. Nico will nicht losfahren. Er meldet sich. 100 waren, glaube ich. Euro Truck Simulator 2. Tragt euch in euren Kalender ein. 18.05. Das ist Chris Himmelfahrt. Tragt euch ein. Da haben wir einen 12-Stunden-Stream. Daher, ihr könnt zuschauen bei LX22 Minecraft und ETX2. Und ja, natürlich, ihr könnt, habt auch eine kleine Aufgabe. Ihr könnt Bit, aber auch kleine Spenden da lassen oder auch einen Sub. Dann heißt es für uns, Nico und für mich, dass wir 5 Minuten länger machen sollen, um, dachte ich, es für einen guten Zweck, die ganzen Spenden oder die Einnahmen dafür bleiben nicht bei mir, auch nicht beim Nico, sondern die gehen an einen guten Zweck und ich würde sehr wahrscheinlich an das Tierheim in Nürnberg gehen. Darum spendet, was das Zeug hält. Bis dahin, hab erstmal eine wunderschöne, tolle Woche. Schönen Abend, schönen Tag. Tschüss.